Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening hier auf diesem Kanal. Ja, ich habe eine kleine OCG-Sammlung rangekauft vom lieben Michael und welche Karten sich darin befinden, welche alten und vor allen Dingen krassen Raritäten sich hinter diesem violetten / lilanen Cover verbergen, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich habe beim lieben Michael mal wieder angefragt, ob er vielleicht die eine oder andere Karte abzugeben hat. Normalerweise kaufe ich beim lieben Michael eher so Einzelkarten für meine Neuzugänge. Und er meinte, ja, pass auf, ich habe ein paar OVP-Produkte, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die mich nicht so wirklich interessiert. Und er hätte ein paar OCG-Karten. Da werde ich immer ein bisschen hellhörig, weil er bisher wirklich immer krassen Stuff hatte. Und auch hier ist das wieder der Fall. Er meinte allerdings, er gibt die nicht einzeln ab, sondern halt wirklich nur als komplettes, weil er sehr lange an dieser Sammlung gebastelt hat. So, dementsprechend respektiere ich das natürlich auch und ihr wisst ja, ich schätze so etwas immer wert. Allerdings muss ich gestehen, dass ich diese Sammlung ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachte, denn zunächst mal, es sind sehr, sehr viele, ich muss dem Ding hier mal das Kreuz brechen, sonst bleibt es nicht liegen, es sind sehr, sehr viele wirklich alte und seltene Stücke dabei. Aber auch halt wirklich sehr viel, dass ich für meine Sammlung nicht hernehmen kann, weil sie halt Silvering haben. Ich weiß, es ist wirklich, wirklich schwierig, Karten aus dieser Zeit in einem Zustand dran zu bekommen, der halt für meine Sammlung noch brauchbar ist. Aber es ist halt trotzdem wirklich, wirklich traurig teilweise, dass ich bestimmte Karten einfach nicht hernehmen kann, obwohl sie eigentlich noch so einen guten Zustand haben, aber halt, sie silvern halt trotzdem. Ja, die erste Karte, da möchte ich jetzt erstmal wieder meine Ahnungslosigkeit kundtun, ist die hier oben. Ich wusste tatsächlich mal, wie die auf Deutsch heißt. Das ist nämlich eigentlich ein unzensiertes Artwork. Bei uns ist das zensiert und die Zensur so schwerwiegend ausgefallen, dass wir ein komplett anderes Bild haben. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Ich weiß aber nicht mehr, wie diese Karte jetzt genau heißt, sag ich mal. Wir haben die hier in zwei verschiedenen Varianten. Wir haben die hier bei zweimal unten aus den Volume Packs. Die sind bedauerlicherweise etwas beschädigt. Glaube ich zumindest. Die haben hier, ja, die haben hier Whitening, falls ihr das seht. Und das ist halt schon wieder so eine Sache. Speziell aus diesen Boostern wären sie ziemlich interessant gewesen. Die kommt jetzt aus der Booster Collection, heißt das Set, auch ein sehr altes Set, aber das hat halt schon das Auge von Anubis, eine Set-ID und einen etwas größeren Kasten oben. Die sind tatsächlich noch ab und zu in einem recht guten Zustand zu finden und ihr seht auch, dass die Exemplare mit dem Kürzel BC, also das sind die zwei, die und die hier, dass die tatsächlich in einem hervorragenden Zustand sind. Die sind aber auch nicht so wertvoll, da sind die beiden schon etwas wertiger, auch wenn es Cummins sind. Die gehen jetzt vielleicht 3-4 Euro, wenn sie niemand, also meinem Niemand werden, so gehen sie vielleicht 2 oder 3 das Stück, je nachdem. Was mich wirklich innerlich so ein bisschen gebrochen hat, waren die zwei hier. Wir haben ja eine etwas, also die Karte ist Final Flame bei uns und ist auch ein komplett anderes Artwork, weil das ist halt wirklich heftig, ja, dieser Gekreuzigte, der hier brennt. Das haben die bei uns natürlich in einem komplett anderen Artwork designt, also das ist nicht nur irgendwie ein bisschen was weggelassen oder so oder kaschiert, sondern das ist wirklich ein komplett anderes Artwork. Ihr wisst ja, wie Final Flame aussieht und ich muss wirklich sagen, die Karte ist an und für sich halt noch gut dafür, dass sie so alt ist, aber ich kann sie nicht in die Sammlung nehmen. Schau mal, die hat hier oben richtig so ein Kratzer drin. Die hat Silvering an der Seite. Also wenn die wirklich Nearmint ist, dann geht sie so momentan 15, 20 Euro. Die lag mal bei 40, das Stück tatsächlich. Ist aber mittlerweile gesunken. Ansonsten ist die wirklich noch sehr, sehr gut und es tut wirklich weh. Klar, der liebe Michael kann nichts dafür. Der hat wirklich sich Mühe gegeben, hier auch gute Exemplare zusammenzusammeln. Ich weiß, wie schwierig das ist bei solchen alten Dingern. Und da, ich muss diese Sammlung bedauerlicherweise so ein bisschen auseinanderreißen und sie sortierenden Karten, die ich in meine offizielle Sammlung nehme und die ich halt schlussendlich verkaufen muss. Und das ist auch das Stichwort. Ich werde immer wieder mal sagen, ob welche zu verkaufen sind oder nicht und welche zu verkaufen sind und welche nicht. Und falls irgendjemand von euch Interesse hat, hier eine bestimmte Karte zu kaufen, der darf sich gerne via Instagram bei mir melden. Mein Instagram-Profil oder beziehungsweise den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und den Namen hier in diesem unteren Rahmen, wenn die Untertitel nicht drüber liegen. Seven Millennium auf jeden Fall. Falsch geschrieben, ich weiß. Die hier ist zum Beispiel noch besser. Da bin ich am Überlegen, ob ich die nicht vielleicht in die Privatsammlung aufnehme, weil die ist an und für sich wirklich komplett clean. Die hat aber hier Silvering und da unten hat sie auch was, bedauerlicherweise. Dementsprechend nicht für die offizielle Sammlung zu gebrauchen. Das ist halt wirklich, wirklich schade. Also das sind so Karten, da denke ich mir so, oh, musste das jetzt sein? Ist das denn? Oh. Also ich saß davor, habe mich auf der einen Seite halt wirklich gefreut über die Collection und auf der anderen Seite innerlich so geheult. Ne?
Und so geht das leider bei sehr, sehr vielen Karten. Also es ist wirklich massiv viel hier drin, was nicht für die Sammlung zu verwerten ist, eben aufgrund dieses Silvering-Problems. Jetzt gehen wir aber mal auf die andere Seite. Da haben wir zum Beispiel was Positives. Die Karte ist in einem hervorragenden Zustand aus Labyrinth of Nightmares in Ultra Parallel Rare. Das war nämlich damals eine tatsächlich ganz normale Booster Rarity, die man bekommen konnte. Und die ist halt wirklich in einem herausragenden Zustand, auch unzensiert. Ihr wisst ja, bei uns ist da kein Ouija Board zu sehen. Also das ist schon sehr, sehr okkult, die Karte von ihrem Look her. Im Englischen, Japanischen heißt sie ja Death. Ne? So. Dann haben wir hier unten ebenfalls ein komplett unzensiertes Artwork. Beide Varianten haben wir hier tatsächlich, ich glaube, aus einem Volume Pack, aus einer Starterbox oder einer Booster Series. Ich glaube, das waren so die drei Serien, bei denen die Karten noch kein Auge von Anubis hatten. Und die sind jetzt vom Zustand wirklich klasse. So, also das finde ich cool. Das ist auch ein komplett zensiertes Artwork. Bei uns heißt die Karte Letztes Angebot, glaube ich, oder Ultimate Offering auf Englisch. Und das ist auch ein komplett anderes Artwork. Und hier, das ist halt wirklich böse, ne? Hier schön mit Blut und so. Also das ist noch Yu-Gi-Oh! Wie es sein soll, sage ich mal. Nicht so Hai-Tai-Tai, Kuscheltier, Löwe, Atata, ja. Sondern das ist halt wirklich noch böse und grob. Und das ist das, was mir fehlt. Das ist wirklich das, was mir fehlt momentan bei Yu-Gi-Oh! Nicht die Artworks. Die Artworks sind cool, aber so ein bisschen dieses... Also, kommt schon, das Artwork ist einfach böse, ja. So richtig so. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und ich muss sagen, ich glaube, es sind tatsächlich beide Exemplare in einem absolut herausragenden Zustand. Das ist übrigens kein komplett voller Ordner. Das sind vielleicht 140 Karten und am Ende befinden sich noch irgendwelche Pistolendrachen. Jetzt habe ich meine Karte gespuckt. Lecker. Am Ende befinden sich noch irgendwelche Pistolendrachen in Rare. So, I don't know. Sind die irgendwas wert? Keine Ahnung, muss man schauen. Die waren in dem Video, das er mir geschickt hat, auch nicht zu sehen. Vielleicht war das noch so ein kleines Goodie oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall recht cool. Dann haben wir hier einen Ring der Zerstörung in Ultra Rare aus einem Gameboy-Spiel. Der ist nichts wert. Den findest du wie Sand am Meer. Hier haben wir jetzt noch zwei Dinge, die wirklich wertvoll sind. Das ist hier einmal der Spellbinding Circle. Spellbinding Circle ist er, glaube ich. Faszinierender Kreis auf Deutsch zumindest. Ich weiß gar nicht, ob Spellbinding Circle in Englisch richtig ist. Doch, Spellbinding Circle müsste passen. Ha! Julian ist mal wieder verwirrt. Und die Karte ist auch traurig. Schaut euch das mal an. Die ist so perfekt. So perfekt. Und dann, ich weiß gar nicht, ob die Kamera das auffängt, haben wir hier oben einen Mini-Knick. Er ist wirklich mini. Man sieht ihn kaum. Seht ihr? Ich sehe ihn auf der Kamera nicht. Wahrscheinlich seht ihr ihn im Video auch nicht, aber er ist da. So. Kann ich nicht ausstellen. Und die Karte geht halt auch wirklich was. Das ist eine 10-15-Euro-Karte auch. Und ja, was soll ich sagen? Die wird aber nicht zum Verkauf stehen, sage ich gleich, weil die kommt in meine Privat-Collection. Die möchte ich nicht hergeben. Die möchte ich sehr gerne behalten. Und jetzt kommen wir wieder zu was Positivem. Und zwar wieder einem komplett zensierten Artwork. Auch die einzige Ultimate Rare hier. Das ist Tragödie heißt die Karte. Ich habe sie noch nicht rausgeholt. Ich gucke sie mir jetzt tatsächlich das erste Mal vom Zustand her an. Ich habe nur mal vom Ordner aus gesehen, dass die eigentlich recht gut ist. Und ja, sie ist wirklich gut. Definitiv für die offizielle Collection zu gebrauchen. Ultimate Rare aus Rise of Destiny. Tragödie, bei uns auch ein komplett anderes Artwork. Wir haben die jetzt aber, glaube ich, in den Lost Arts bekommen. Dementsprechend würde ich das Artwork was sagen. In Ultimate Rare aber tatsächlich eine absolute Rarität. Auch so um den 15 bis 20 Euro Bereich. Dann haben wir noch ein paar Karten hier unten, die ganz interessant sind. Aus Thousand Eyes Bible haben wir die zwei schnieken Kollegen hier. Die hier kommt aus L3, was waren das nochmal? Limited Edition 3, genau. Ich glaube, die Karte hier, ich fresse einen Besen, wenn ich mich irre, die kam bei uns erst in Duelist Revolution raus oder so als Secret Rare, ganz eigenartig. Ich dachte eigentlich, das wäre eine moderne Karte gewesen, aber nö, das ist tatsächlich so ein Oldschool-Teil, auch gut. Hat auch was, ne? So, jetzt kommen wir wieder zu was, wo ich ein bisschen Herzschmerz entwickelt habe, wo ich das gesehen habe. Zunächst mal die hier oben, die geht ja eigentlich noch aus TR, ich weiß gar nicht, was das für ein Set ist, aber die hat halt auch ringsrum Silver Ring. Ihr kennt die Karte, der ist bei uns auch etwas zur neueren Zeit rausgekommen, in Super Rare. Aber die ist jetzt nicht so schmerzhaft. Das ist zum Beispiel etwas Schönes, was mir sehr gut gefällt, aus PS. Die ist tatsächlich in einem doch ganz guten Zustand eigentlich. Ja. Und ich hatte die tatsächlich auch in der Collection dabei vom lieben Galton, also vom Kevin, die ich euch
das letzte Mal gezeigt habe, diese 20.000 Karten-Collection, aber die war richtig abgeranzt, deswegen freut es mich, dass die jetzt hier wirklich in einem guten Zustand bei ist. Also die ist tatsächlich sammelbar. Ja, dann haben wir hier Ruf der Gejagten, unzensiert, aus, CA, das hatten wir doch erst letztens, was waren das nochmal für ein Set? Curse of Anubis war das, genau, Curse of Anubis, da kam die Karte raus. Hier haben wir jetzt wieder was schön aus dem alten Volume Pack, tatsächlich eine Rare. Habe ich mir jetzt auch noch nicht angeguckt. Ich bin heute tatsächlich nur so ein bisschen über die Holos geflogen. Die etwas low, rare-Sachen habe ich mir gar nicht wirklich angeguckt. Die ist tatsächlich auch in einem hervorragenden Zustand. Also das freut mich, dass zumindest auch hier so ein bisschen die Cummins und Rares in einem guten Zustand sind. Die ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Die habe ich mir schon angeguckt. Keine Sorge, ich werde jetzt auch nicht wirklich alles rausholen. Ich denke mal, die Cummins und Rares werden jetzt auch sein lassen, damit wir hier in einem halbwegs guten Zeitrahmen durchkommen. Die drei da unten haben schon Silvering, das wusste ich, bevor ich sie bekommen habe, das hat er mir nämlich gesagt. Die finde ich natürlich auch böse schade und auch die hier. Die gibt es bei uns im TCG ja, glaube ich, nur in diesem WP-Pack, wenn mich nicht alles täuscht, ansonsten gibt es die bei uns gar nicht. Und das hier ist halt für ein Festungswahl die Ritualzauberkarte, auch aus einem alten Volume-Pack. Und Festungswahl habe ich tatsächlich auch recht oft in Super Rare in einem guten Zustand, aber die Zauberkarte halt nur ein oder zweimal und ihr seht hier überall Silvering. Ist halt wirklich sad und so geht das, so zieht sich das halt wirklich speziell durch sehr viele dieser Volume Pack Holos. Die ist auch im Eimer. Das sind wieder zwei positive Sachen, die ich euch zeigen möchte. So. Also nur um die Frage zu beantworten, die und die werden definitiv zur Abgabe sein. Falls ihr Interesse habt, die da unten auch. Das ist auch eine alte Volume Pack Ultra Rare. Wir kennen sie alle und sie ist halt wirklich minty. Ja, also sie ist wirklich mint. Das ist nicht mehr nie mint, die ist wirklich wie frisch aus dem Pack. Also das ist wirklich sehr schön. Und das gleiche gilt auch für die Axt. Die Axt ist auch unzensiert. Ihr seht mit dem Schrumpfkopf hier oben. Und auch die ist wirklich in gutem Zustand und die geht auch ein bisschen was. Die geht 6, 7 Euro. Also da ist auf jeden Fall was zu holen, sage ich mal. Das sind wieder diese positiven Aspekte der Sammlung. Das ist das, was ich sage, warum ich so sage, okay, hier ist wirklich einiges geboten, im positiven Sinne wie halt auch im negativen. Aber man muss natürlich ehrlicherweise gestehen, es ist sehr, sehr schwer, Karten ranzuholen, die in einem entsprechenden Zustand sind. Hier ist es so, der Spiegel hat eine oberflächliche Beschädigung. Also die Ränder sind okay, aber der hat hier, das sieht man jetzt von hier aus nicht, der hat hier so einen Silvering auf der Oberfläche. Die drei sind vollkommen in Ordnung. Die hole ich jetzt nicht raus, die haben wir schon oft genug gesehen. Parasiten, alternatives Artwork bzw. unzensiertes Artwork. Die ist im Arsch, die ist im Arsch. Die tut weh, die tut richtig weh. Oh, tut mir die weh. Oh, ihr wisst gar nicht, wie ich geweint habe innerlich, als ich die Karte rausgeholt habe. Ja. Wisst ihr auch warum? Weil sie so schön clean ist. Und dann hier oben, Silvering. Ich will doch nur eine perfekte Karte. Ah! Ich weiß noch nicht, ob die zum Verkauf steht. Ich glaube, ich behalte die für meine Privatsammlung. Also die wird nicht abgegeben werden. Aber die tut wirklich weh. Also da kommen noch so ein paar mehr Karten, wo ich wirklich innerlich zerbrochen bin. Ja, aber das ist eine davon. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch was Positives gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Steht auch keine Set-ID, nichts. Wird auch Volume Pack oder ähnliches gewesen sein. Und die ist halt auch wirklich komplett clean. Also da ist gar nichts. Die hat hier oben so ein bisschen Schmutz. Ihr seht das, diese paar Pünktchen. Aber ansonsten ist die halt wirklich clean. Ja, klinisch rein sozusagen. Sehr cool. Freut mich auch, dass alle drei, ich glaube bis auf die hier, die hatte ein bisschen was, aber die anderen beiden waren wirklich auch absolut minty. Die drei sind eigentlich auch ganz okay, denke ich mal. Zap und zap. Genau, also die Zustände hier sind auch wirklich gut. Ich glaube tatsächlich sogar, dass das alle drei waren, die in Ordnung waren. Muss ich aber nochmal genau nachgucken. Aber irgendwie sagt mir mein Kopf, dass eine davon nicht ganz okay war. Ich habe mir das heute in der Mittagspause mal angeguckt. Die hier ist auch top, Gamma-Schwert aus G4. Die ist halt nicht viel wert, weil das ist halt, oder aus G3, das ist halt eine Gameboy-Promo. Die geht halt fast nichts. Die hier ist leider ein bisschen beschädigt. Die wird wahrscheinlich zur Abgabe sein. Schauen wir uns die mal an. Genau, wo hat sie denn ihre Beschädigung, oder? Ne, geht die sogar noch? Kann das sein? Ne, die hat hier oben was. Wobei ich hier noch nicht ganz sicher bin, ob ich die nicht in meine Privatsammlung hau, weil die ist halt wirklich geil, vor allen Dingen in diesem alten Layout. Ihr könnt mal gerne anfragen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die abgeben möchte. Dann, richtig cool. Die ist bei uns herausgekommen hier in World Superstars oder irgendeinem Käse. Als Super Rare, Billo Print, richtig schlecht geprintet worden. Die hier ist aus einem auch Volume Pack Gedöns und die ist halt wirklich perfekt auch. Also die ist wirklich gut vom Zustand. Dasselbe gilt für die Dame hier oben. Und ich glaube, eine dieser beiden Ritual-Zauberkarten für den Dokoro Rider ist auch ganz gut, die andere ist eher weniger schön. So, hier
kommen wir jetzt erstmal, also ich muss sie doch mal rausholen, zu was ziemlich knapp gekleidetem. Also ich muss sagen, hier kann ich die Zensuren verstehen. Ich meine, schaut mal, da kann man fast aufs gelobte Land gucken. Das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich finde, das muss nicht sein in Yu-Gi-Oh! Ich weiß, es gehört zu Yu-Gi-Oh! Es war auch schon immer Teil davon, dass Frauen sehr anzüglich dargestellt werden. Aber wenn ich mir sowas angucken will, schaue ich mir ein Porno an, ja. So. Und ich finde, das hat auf dem Bild eines Trading Card Games nichts verloren. Und da muss ich sagen, finde ich Zensuren auch in Ordnung in so einem Fall. Hier finde ich es zum Beispiel ganz cool, Dark Boater the Terrible aus Struggle of Chaos. Dreimal in einem hervorragenden Zustand, unzensiert, unserer weder die Hörner noch die Teufelsflügel hinten dran. Sehr cool. Struggle of Chaos war auch ein sehr schönes Set. Damals haben wir hier oben dreimal das törichte Begräbnis, unzensiert, allerdings aus der Rarity Collection 2. Das ist ein recht modernes Set oder 3 sogar. In Super Rare, das sind 2 Cent-Karten, also die gehen überhaupt nichts. Sind auch dementsprechend Minty. Das ist auch cool. Doppelköpfiger Donnerdrache. Auch wirklich, also der Zustand ist zum Niederknien, ja. Wirklich zum Niederknien. Schaut euch das mal an. Auch so eine uralte Volume Pack-Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin so glücklich, dass auch Karten dabei sind, die halt wirklich in so einem Zustand sind. Ja, also es ist wirklich speziell bei diesen Karten, die noch kein Auge von Anubis haben, die noch keine Set-ID haben, bin ich immer überglücklich, wenn ich welche finde, die in gutem Zustand sind. Die ist auch top, die ist zur Abgabe da hinten, die hat ein bisschen was, leider. Komm her da. Das ist eine Gameboy-Promo, die geht nicht viel, 2 bis 5 Euro vielleicht. Das ist jetzt keine Seltenheit, aber die hat halt so Mini-Silvering an der Seite. Der weine ich jetzt nicht so stark nach. Dann haben wir hier aus dem Premium Pack 2 ultimative Blauäugige in Super Rare. Gehen auch so jeweils 5 bis 7, auch in einem guten Zustand. Und das hier ist eine absolute Seltenheit, Leute. Das hier ist eine der größten Raritäten in diesem Ordner. Das ist der Flammenschwertkämpfer im alternativen Artwork. Und der hat eine Secret Rare Schrift. Und ein ganz normales holographisches Bild. Das ist so eine besondere Rarität, in der auch unser Wildheart geprintet wurde. Und ich glaube, es gibt auch im OCG nur 5 verschiedene Karten oder so, die in diesem Stil geprintet wurden. Die geht so, glaube ich, 36, 37 Euro oder so. Und die ist halt auch wirklich wie frisch aus dem Booster gezogen. Und da bin ich so happy. Ich hatte, nachdem ich die ersten Karten gesehen habe, so Angst und Bange, dass die auch beschädigt ist. Aber nein, sie ist in einem hervorragenden Zustand und man kann sich nicht beschweren. Hier unten haben wir den Dokuro Rider. Ich weiß gar nicht, ob dieses Exemplar gut war oder nicht. Da kommen noch mehrere von dem. Aber der sieht eigentlich, glaube ich, doch ganz okay aus. Ganz okayisch. Sozusagen. Ja, der ist gut. Dokuro Rider finde ich cool, dass der ein paar Mal auch in einem guten Zustand dabei ist, weil ich musste da letztens ein paar aussortieren bei mir. Und jetzt habe ich meinen Bestand wieder aufgefüllt. Ich glaube, wenn hier ein oder zwei oder vielleicht 3 Stück in mir mit dabei sind, muss ich später nochmal gucken, dann habe ich meinen Bestand wieder. Was echt cool ist. Das war zusammen mit seiner Ritualzauberkarte die erste Ritualmonsterkarte, die überhaupt jemals auf den Markt gekommen ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie sieht es mit der Spell aus. Die kam aus dem Valuable Book 1, glaube ich, als Promos. Und ja, auch die sieht extrem gut aus. Sehr schön. Musste ich nämlich auch ein paar aussortieren. Das waren tatsächlich, also die kommen aus dem Valuable Book 1 und kosten unterschiedlich, sage ich mal. Manche sind sehr teuer, manche bieten sie günstiger an. Es kommt auch mal auf den Zustand an. Auch Niermint ist immer so eine Auslegungssache. Also ich habe mal auf eBay gesehen, da waren die zwei zusammen bei 13 Euro. Ich habe mir gedacht, kann gar nicht sein. Habe hingeguckt und dann war die halt nicht Niermint, sondern halt komplett versilbert. Ne? Die ist schon ein bisschen was wert tatsächlich. Aber nur wenn sie auch wirklich so clean ist wie die beiden hier zum Beispiel. Bei den alten Karten ist es so, sobald die Karten auch nur irgendeine Kleinigkeit haben, sinken sie vom Wert sofort ins Bodenlose. Dann haben wir eine unzensierte Injektionsfilili. Die hier ist im Eimer. Die steht auch zur Abgabe. Kommt aus VOB. Das ist auch so ein Valuable Book. Ist auch so eine Promo gewesen. Das hier ist cool. Eine Collector's Rare. Tatsächlich einfach mal random. Aus dem Collector's Pack 19. Und die ist tatsächlich ohne Silvering. Das ist dieser eine Elemental, der auch bei uns so ein bisschen was gegangen ist. Dann aus dem Anniversary Pack den Jinzo halt, das ist jetzt nichts Großartiges. Den unzensierten Barry Dragon, ich hätte ihn natürlich aus den Volume Packs ohne Auge von Anubis am liebsten gehabt, aber der hat halt mit aus ME. Metal Raiders war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hier ist was ganz Besonderes. Diese Karte, das ist entweder Manju oder Senju in seinem eigentlichen Artwork. Ich habe mal kurz nachgeguckt, das ist tatsächlich Senju, der 10.000 Hände.
in seinem eigentlichen Artwork. Der kommt hier aus Pharaoh's Servant, war das, glaube ich. Genau, aus dem japanischen Pharaoh's Servant. Sehr cool, die Karte auf jeden Fall. Habe ich auch in diesem Parallel Rare. Sehr schön, und die ist halt auch wirklich minty, also sehr cool. Slot Machine ist in einem guten Zustand, die sind auch in einem guten Zustand. Und das, diese vier, ne, diese fünf, sind auch alle zur Abgabe, und die haben so weh getan, Leute. Schaut euch das mal an, der tanzende Elf, den gibt es bei uns nur, den gibt es bei uns wirklich nur aus dem Tournament Pack 2 als Common. Und hier schön in Ultra Rare, ohne Auge von Anubis, aber halt auch die Oberfläche schön, aber einfach silberne Ränder. Also wenn man die Karte halbwegs ungestört angucken möchte, da muss man die in ein weißes Leaf packen, um das für sich selber zu kaschieren. Und genauso sieht das auch mit dem Turupurun aus und mit dem anderen tanzenden Elf. Und speziell der Drachenfluch ist halt so eine Geschichte, weil der Drachenfluch, der wäre wirklich viel wert gewesen. In wirklich gutem Zustand, aber den hat er halt einfach nicht. Also die Karte ist definitiv exzellent da. Ja. Und ja, in Excellent ist die Karte halt schon nicht mehr so viel wert. Das ist bei den OCG-Sachen einfach so, bei diesen alten, sobald die irgendwie vom Zustand her nicht mehr so prickeln, sag ich mal, oder so einfach eine Abstufung haben, findet man sie halt im Vergleich zu den wirklichen Niemand-Exemplaren wesentlich häufiger, und dementsprechend sind sie auch um einiges billiger. Also die Preisunterschiede sind halt wirklich enorm zwischen Niemand und Excellent in diesen Fällen. Und auch der tanzende Elf ist zur Abgabe, weil der hat auch Silvering, ich glaube nicht ganz so schlimm wie der, aber eben auch. Und die vier, speziell die drei sogar, haben mir sehr weh getan, weil die hätte ich wirklich gerne in einem schönen Zustand gehabt. Also das war wirklich böser Herzschmerz für mich als Sammler. Aber damit muss man leben, wenn man eine Collection kauft. So, hier haben wir jetzt einige Sachen, die gibt es bei uns überhaupt nicht. Ich möchte auf die Karte hinweisen, Enna oder wie sie heißt. Dann dieses Auge hier, ich glaube, die kommt sogar aus dem Volume Pack 1. Und was ich ganz cool finde, ist die Karte hier. Die ist tatsächlich, die ist beschädigt, die hat oben bedauerlicherweise so Whitening, aber die behalte ich für mich selber. Das sind so richtig böse Artworks, und da sieht man auch wirklich sehr viel, dass es bei uns halt gar nicht gibt. Zum Beispiel die hier richtig freizügig, ne, da fallen die Hupen schon fast raus. Die kenne ich bei uns überhaupt nicht, die ebenfalls nicht. Also das ist wirklich ein Eldorado für mich persönlich gerade, weil das sind lauter Karten, die es so bei uns halt nicht gibt. Das ist, glaube ich, dieser geschmolzene Flammengeist oder wie er heißt, keine Ahnung, irgendwie so, aus Labyrinth of Nightmares und Super Rare, auch in einem hervorragenden Zustand tatsächlich. Und ihr seht, das sind wirklich Sachen, die sind echt cool. Na, wirklich schöne Karten. Da ist, glaube ich, sogar eine Rare hier oben, genauso wie die. Und da hier sind wirklich schöne Sachen dabei. Da muss ich mir die Zustände jetzt noch im Einzelnen anschauen. Da kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Dann haben wir hier auch noch so ein paar Commons. Man kennt sie, den haben wir nicht. Den habe ich aber auch schon ein paar Mal auf meinem Kanal gezeigt. Den haben wir, glaube ich, auch nicht. Die Hände gibt es auch nicht. Die sind aber, glaube ich, aus dem Volume Pack 1. Die gab es dann so als Reprint. Dann dieser Zwerg da oben, den finde ich cool. Die ist bei uns auch recht spät geprintet worden, in einem recht modernen Set tatsächlich. Hier muss ich mir aber wirklich, oder auch die hier unten, hier muss ich mir wirklich nochmal alles in aller Ruhe angucken. Das muss ich mir vom Zustand her nochmal anschauen. Ich habe mir jetzt tatsächlich erstmal nur ausschließlich die ganzen Holos angeguckt. Hier unten haben wir jetzt noch diesen netten Burschen, der in einem recht guten Zustand ist. Also der ist auch sammlungsrelevant definitiv, also den kann man hernehmen. Und das führt uns auf die letzte Seite, die recht schmerzhaft ist für mich, denn hier wäre wirklich Value drin gewesen. Ihr seht Dokuro Rider und Skull Guardian. Und ich glaube, von den Skull Guardians ist bis auf ein einziger alle zur Abgabe, oder sind bis auf ein einziger alle zur Abgabe. Ich glaube, das hier ist der, der top ist. Der ist wirklich clean. Wirklich sehr schön, ja. Der hat nichts. Und die anderen haben halt auch wirklich wenig, aber sie haben halt was. Und dementsprechend sind sie halt für meine Sammlung so nicht mehr tragbar. Bei den Dokuro Ridern, da weiß ich es gerade nicht. Ich glaube, da waren auch fast alle im Eimer. Also der müsste eigentlich ganz gut sein. Mal schauen. Der hat auch Mini Silvering, aber den könnte ich vielleicht noch für meine Privatsammlung nutzen. Also der wird mal nicht zur Abgabe sein, denke ich. Aber auch der hat Mini Silvering, leider Gottes. Schauen wir uns mal das an. Tut mir leid, wenn ich jetzt wirklich jedes Exemplar anschaue, aber ich möchte natürlich auch, dass ihr versteht, was ich meine. Nicht, dass es dann heißt, oh, der Julian, meine Güte, hat der Ansprüche. Oder hier, seht ihr das? Der komplette Rand. Ein einziger silberner Streifen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das hier auffängt. Sieht man das? Ja, an der Stelle hat sich wohl meine Kamera verabschiedet, was mir jetzt leider erst in der Post-Production aufgefallen ist. Ich dachte mir so, zu Ende? Wo ist der letzte Teil des Videos? Da hat sich meine Kamera wohl gedacht,
Tja, Julian, ich weiß ja nicht, was du machst, aber ich für meinen Teil mach Feierabend. Tschüss. Ja, aber wir waren ja eh am Ende von dem Video. Also das waren die letzten paar Exemplare. Die hatten bedauerlicherweise alle Silvering. Dennoch hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Ich bin tatsächlich, auch wenn es an manchen Stellen nicht den Eindruck gemacht hat, sehr zufrieden mit der Collection. Ich werde auch auf einen passablen Preis kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und dann passt die Geschichte auf jeden Fall. Es ist natürlich schade um ein paar Karten, aber man kann es nicht ändern. Speziell diese alten Karten aus dem Volume Pack sind sehr schwer in einem guten, passablen Zustand zu bekommen. Und dementsprechend muss man dann natürlich auch Rücksicht walten lassen. Und in Anbetracht dessen, wie all diese Karten sind und wie sie auch damals teilweise behandelt wurden, muss man schon sagen, dass selbst die Exemplare, die ich nicht für die offizielle Sammlung nehmen kann, sehr, sehr, sehr gut vom Zustand her sind. Zum Beispiel der fröhliche Sarg und so weiter. Ja, das soll es allerdings jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns zu einem weiteren Mega-Opening hier auf diesem Kanal. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.